ist Sommer, es ist Berlin, Brasilien ist dabei und Deutschland ist dabei und man wird ja noch träumen dürfen. Schnuppern wir an der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Willkommen zum 8-Sterne-Spiel. Der fünffache Weltmeister gegen den dreifachen Weltmeister. Mehr geht nicht, zumindest was die Sternchen auf dem Trikot angeht. Seit 10 Jahren schon Mitglied der brasilianischen Nationalmannschaft. Früher noch, wie seine Mannschaftskameraden gespottet haben, mit Blech im Maul, als er mit Zahnspange auflief. Jetzt ist er ja mittlerweile ein großer Junge. Seit 2 Tagen verlobt mit einer MTV-Moderatorin. Fehlpass Fahrenhorst. Oh, Freistoß Brasilien. Jetzt wissen Sie, woher Frank Fahrenhorst seinen Spitznamen Gefahrenhorst hat. Oder ist es Ronaldinho? Der wird es dann mit 2 Schritt und mit Gefühl machen. Zack. Und so geht's. Ist ja unglaublich. Machen Sie mich bitte nicht verantwortlich, weil ich es vorher gesagt habe. Mann, 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 sind die gut. Es ist der erste Torschuss der Brasilianer. Und gucken Sie mal, die lachen sich kaputt. Oliver Kahn, keine Reaktion. Gegen Österreich hat das gut geklappt mit den beiden. Mit auch ein Grund dafür, warum es jetzt noch mal versucht wird. 62. Ein Faktotum des brasilianischen Fußballs. Asamoa! Warum nicht? Dann Juninho. Und das sind die Situationen, die diesen außergewöhnlichen Fußballspieler ausmachen. Weiter wieder Frings. Kurani. Und Tor! 1-1! Und das sah ja richtig nach Spielzug aus in der 17. Minute. Also wir gucken ganz genau. Ich finde, das sah nach einer richtig spielgestalterischen Handlung aus. Deisler. Kurani. Kurani. Klasse. Mit dem rechten Außenspann. Das ist ja ein richtiger Kicker. Und das dauert noch keine. Oh, jetzt geht's schön zur Sache da hinten. Oh, jetzt geht's los. Natürlich war das von Huth ein ziemliches Einsteigen beim Kopfball, keine Frage. Ja, sag mal, dagegen war das bei der Euro ja super Zeitlupe, was die gespielt haben. Adriano gegen Philipp Lahm. Belletti. Adriano. Ronaldinho. Belletti gegen Philipp Lahm. Auch kein Linksfuß. Hinkel. Haben Sie das gesehen? Bis zum Schluss, bis zu Asamoa. Super gemacht von Sebastian Deisler. Nochmal derselbe Trick gegen Belletti. Aber Ball war zu lang. Also, der hat bei Juninho geklappt. Und bei Belletti. Und dann ist also Halbzeit. Pfeift an zur zweiten Halbzeit. Deutschland, Brasilien. Roberto Carlos. Von dem Sebastian Deisler beim Freistoß.
Natürlich ist das ein Foul von Michael Ballack, keine Frage. Aber das muss im Zweifelsfalle sein, das ist wichtig. Genau dieses Fünkchen Aggressivität, auch Emotionen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das ein Foul war von Michael Ballack hier im Zweikampf mit Ronaldinho. Jetzt kriegt Ballack gelb. Das kennt er ja. Ist nicht die erste gelbe, die er von... Jetzt schneller Gegenzug Brasilien. Ronaldo. Ist unglaublich. Ronaldo und Fahrenhorst. Roberto Carlos gegen Hinkel, hat ihn ermahnt. Ecke Deisler. Ganz klug verlängert von Asamoah. Asamoah. Deisler, toll vom FC Sevilla. Also Ronaldinho raus. Ronaldo gegen Fahrenhorst. Adriano. Jetzt kommt Julio Batista für Adriano. Abseits von Ronaldo. Ronaldo. Julio Batista. Julio Batista. Gut aufgepasst von Huth. Auch hier war Robert Huth derjenige. Roberto Carlos. Dann Alex. Und hier stand Huth jetzt nicht perfekt zu seinem Gegenspieler. Foul von Hinkel. Also zum Beispiel Sebastian Deisler, der außergewöhnlich lange hier auf dem Platz steht. Viele hatten ja gesagt... Unaufmerksamkeit von Sebastian Deisler, Ronaldo. Gut von Kahn. Endlich mal wieder einen zusätzlichen rausgeholt. Schneider. Frings vor Ronaldo. Um sich die nächsten gut anderthalb Jahre gepflegt und möglichst mit weiteren erstklassigen Gegnern auf die Weltmeisterschaft 2006